meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um selbstgemachte Mandelmilch. Mandeln sind Superfood, ganz einfach, denn sie senken den Cholesterinspiegel, sie schützen vor Diabetes, sie stärken die Knochen und liefern überdies ganz wertvolle Fettsäuren. Mandeln eignen sich absolut für eine pflanzlich betonte Ernährung, beispielsweise für Vegetarier, für Veganer, aber auch darüber hinaus schützen sie auch unsere Darmflora und verbessern sie auch. Also ihr Lieben, jetzt wird nicht mehr länger geschnackt über die Mandel, schaut euch den Film an und dann sage ich viel Spaß, like das Video und dann würde ich mich sogar freuen über ein Abo. Ihr Lieben, ich freue mich jetzt total darüber, euch meine leckere selbstgemachte Mandelmilch zu präsentieren. Und das sind die Zutaten. Ihr braucht über Nacht eingeweichte Mandeln, 200 Gramm, das ist genau eine Packung. Am besten so, dass sie 24 Stunden lang weich werden können und mit Wasser komplett überdeckt sind. Dann brauchen wir mindestens 500 ml gefiltertes Wasser, eine Prise Salz, 5 bis 6 leckere süße Datteln und das Mark einer Vanilleschote. Und nun geben wir alles nach und nach in unseren leistungsstarken Mixer, meine Lieben. Zunächst einmal die abgetropften Mandeln, das Wasser hinzufügen, das Salz, unsere Datteln und das Mark der Vanilleschote. Alles gemeinsam einrasten, zumachen und ca. 3 bis 4 Minuten auf höchster Stufe laufen lassen. Wer es noch gerne noch flüssiger haben möchte, gibt noch ein bisschen Wasser hinzu. Und ihr seht schon, es ist so einfach und so lecker und vor allem absolut clean eating. Ihr Hübschen, hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, über ein Abo natürlich und teilt das Video, damit noch mehr Leute selbstgemachte Mandelmilch zu Hause herstellen können. Denn sie ist immer 1000-mal besser als die gekaufte, ist ja ganz klar. Vor allem, es geht auch so einfach. Macht's gut, eure Linda.